Ja, moin miteinander. Wieder die magische Werkbank, heute mit dem Thema Hydraulik und Polyamid. Wir gucken uns ein paar schöne Bilder an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir fangen gleich mal an mit den einzelnen Bauteilen. Viele wollen ja vielleicht einfach nur einen drucklosen Rücklauf anbauen an dem Trecker oder die Hydraulik erweitern. Die Komponenten, die man einfach nur dafür braucht, zum Beispiel ist eine Druckdose hier in 18L. Das ist ein Kupplungsstecker. Auch der ist es alles Schneidring hier. Alles, was hier liegt, ist mit Schneidringverbindung. Ja, kompatibel. So steckt man die zusammen, wenn man zum Beispiel einen Anhänger ankuppelt. Wir haben die Überwurfmuttern, wir haben Schneidringe, wir haben Verstärkungshülsen für Polyamid, die gucken wir uns gleich an. Wir haben verschiedenste T-Stöcke. Das ist ein T-Stück, wenn man auf alle Seiten eine Überwurfmutter hat, wie zum Beispiel an diesem Schlauch. Die werden da rangedreht. Wenn man jetzt irgendwas Einstellbares haben will, gibt es diese Winkel auch mit ja, Überwurfmutter, Entschuldigung, die man auf einen Einschrauber raufsetzt, um dann mit zwei Schläuchen weiterzugehen oder mit einer starren Leitung oder die gleiche Form in einer anderen Bauart, um von den Winkeln hinzukommen. Wir haben einen Schrauber, sowas gibt es in metrisch, sowas gibt es in Zoll. Bei Unimog zum Beispiel ist alles metrisch. Wir haben Reduzierung von 15 auf 12 oder von 12 auf 8 zum Beispiel. Und wir haben Einschrauber, um seitlich zum Beispiel aus einem Hydraulikzylinder rauszugehen, hier mit Dichtring. Viele glauben, man kann einfach eine Unterlegscheibe, also ein Messingring oder ähnliches unterlegen, dann ist das dicht. Das ist man bei Hydraulik falsch. Da gibt es so eine USID-Ringe, die heißen USID-Ring. Ich verlinke euch das gleich mal bei Google. Ein Kupferring ist nicht zulässig bei Hydraulik, dafür sind die Drücke einfach zu groß. Wir arbeiten hier mit Systemdrücken bei so einem alten Schlepper irgendwo bei 200 Bar. Ein Bagger, der geht irgendwo an eine 300, 400 Bar ran. Von daher muss das alles sicher sein. Ja, wir werden jetzt mal ganz einfach dieses 15er Rohr um 45 Grad biegen. Wir werden einen Schneidring mit einer Mutter aufziehen und werden das gleich mal in diese Druckdose oder an diesen Druckstecker, Hydraulikstecker, anschrauben. Macht in der Kombination natürlich gar keinen Sinn, aber der ist jetzt gerade da und deswegen nutzen wir den einfach mal. Die Rohre kann man schneiden mit dem Dry Cutter, man kann es mit der Bügelsäge machen, man kann es mit der Flex machen, man kann das Rohr abschneiden, wie man möchte. Man sollte es halt immer zusehen, dass es trocken geschnitten wird, weil Flüssigkeit hält die Späne und wir wollen in diesem Rohr gar keine Späne haben, deswegen am besten trocken. Man hat mich gefragt, ja, mit der Flex, da kohlt das Material auf. Ja, wir haben hier normalen gezogenen Stahl, das ist ein normaler SJ-Stahl, das ist nichts Hochlegiertes. Den zu härten ist eigentlich ja gar nicht machbar. Und ich mache sowas mit der Flex. Oder mit dem Winkelschleifer, habe dazu 0,8er Scheiben, aber die sind schon sehr dünn und dementsprechend kommt da so wenig Wärme rein in den Schnitt, dass eigentlich am Gefüge von diesem Material nichts passiert. Wenn ihr Hydraulik machen wollt, verwendet auch nur nahtlos gezogenes Rohr und nicht irgendwas, was ihr irgendwie rumliegen habt, was irgendwie ungefähr passt. Es muss 15 sein. So, dann werden wir mal zur Biegemaschine gehen. Ja, Biegevorrichtung gibt es in allen Variationen und Formen. Ich habe mir hier eine geliehen vom Bekannten. Ist ein bisschen größer, ein bisschen üppiger. Manche Hersteller bauen wirklich auf klein und kompakt. Das ist eigentlich nur ein Flacheisen, wo man das eigentlich über so ein, ja, über eine Scheibe zieht. Die laufen wirklich gut. Das ist vorhanden. Ich habe damit alles verrohrt bislang. Auch wenn es ein bisschen mehr, ja, Arbeit im ersten Sinne ist. Und jede Maschine hat überall ein bisschen Spiel. Den dreht man hoch. Hier ist überall ein bisschen Spiel drin. Das muss man halt ein bisschen mit bedenken. Und wenn man jetzt einfach nur ein Rohr haben will, was man ein bisschen krumm zieht,
Ich nehme, bevor ich es einspanne, mache hier erstmal irgendwo, ich sag mal einen Strich und nehme mir ein Fixmaß an. Ich habe meine Biegevorrichtung, wie gesagt, es ist überall ein bisschen Spiel, das ist nachher alles wiederkehrend. Man muss sich da ein bisschen merken, was man macht. Und wenn ich jetzt diesen Strich genau an diesen Halter setze und ziehe das alles ein bisschen auf Spannung, wie ich den auf Spannung gezogen habe, jetzt ist alles nach vorne gezogen, der kennt nicht mehr nach vorne, vorne das Rad ist vorne. Und hier haben wir jetzt diesen Erdingstrich. Jetzt wird so eine kleine Matrize hier vorne eingesetzt, jedenfalls in dieser Maschine. Ne? Man sieht, man schiebt schon beiseite und dann können wir hier das Rohr einfach mal ziehen wir auf 90 Grad. Ziehen wir jetzt mal auf 90 Grad. Dann kann man hier die Matrize wieder rausnehmen, das Rohr entnehmen und jetzt hat man hier seinen Winkel. So, das erste Rohr haben wir jetzt schon mal krumm gemacht. 90 Grad Winkel, 15er Rohr. Dieser Eddingstrich ist bei uns immer für den, ja, für die erste Biegung, wenn wir den jetzt am Winkel anlegen und wir messen von hier zu diesem Strich, haben wir 85 mm. Dementsprechend hat die Maschine einen Biegeradius von 85 mm und wenn wir irgendwas absetzen wollen, man sagt, alles klar, wir wollen da rauskommen, müssen wir den da einspannen. Deswegen immer das Maß merken, Erdingstrich aufs Rohr, da kann man das so positionieren in der Biegemaschine, dass man immer die gleichen, ja, Maße erhält, sonst liegt nämlich die Werkbank bald mit Rohrschrott voll. Wir wollen jetzt diesen Kupplungsstecker anbauen, 10 cm von der Außenkante des langen Maßes. Würden wir das Rohr jetzt von hier bis hier messen auf 10 cm und schrauben den Kupplungsstecker an, dann würde der keine 10 cm haben, denn bei Hydraulikrohr ist dieser, ja, Ansatz in den Bauteilen halber Rohrdurchmesser. Dementsprechend müssen wir hier noch 7,5 mm dazu rechnen. Ich habe da schon mal einen kleinen Strich gemacht. Da markieren wir jetzt uns das Rohr. Und da schneiden wir den jetzt mal ab. Ja, wie kann man sich behelfen, wenn man keine Säge hat mit 90-Grad-Anschlag? Ich nehme die Schneidringe. Wir haben hier unseren Strich. Ich schiebe den Schneidring. Es hier klappert nichts. Den schiebe ich auf mein Maß, wo ich ihn hin brauche. Und nehme einen Bleistift. Und gebe mir eigentlich schon mal vorne ja, den Schnitt vor. So kann ich von oben auf die Flex gucken. Und habt einen sauberen Schnitt. So, nach einem Schnitt mit dem Winkelschleifer haben wir natürlich Grat im und am Rohr. Man kann sich natürlich Rohrentgrater kaufen für 40 Euro ungefähr. Man kann aber auch einfach eine kleine Feile nehmen, die 2 Euro kostet. Und stellt sich jetzt hier hin und entgratet das Ding kurz in 30 Sekunden. Kostet wenig Geld, erfüllt seinen gleichen Zweck, weil der automatische Entgrater macht nichts anderes. Die Innenbahn, auch da könnte man jetzt mit der Feile reingehen. Ich habe jetzt eine Flachfeile. Oft nehme ich einfach einen kleinen Akkuschrauber mit dem Senker, senke den einfach nur kurz an. Dann ist der größte Grat auch weg. Mit der Feile noch einmal hinterher, dass es gradfrei ist. Und dann ist das schick. Viele pusten die Rohre einfach nur mit Druckluft durch. Das kann man machen, aber das reicht nicht. Sieht die Kamera das überhaupt? Wir haben da kleinste Partikel drinne vom Stahl. Einmal vorweg mit Luft durchpusten und dann am besten diese gelben, ja, Schwämme, die man aus der Küche kennt, oder einen Putzlappen, der nicht fusselt. Kleine Ecke abschneiden, hier mit reinstopfen, einmal mit Druckluft durchschießen. Dann ist das Rohr innen drin richtig sauber, weil der Schwamm oder der Lappen die Späne mit raus transportiert. Man kann das Rohr jetzt direkt auf den Stecker montieren. Das kann man machen. Man kann es auch vormontieren. Es gibt ein Vormontagewerkzeug. Kostet auch viel Geld. Man braucht jedes Mal einen anderen. Dementsprechend, ich nehme einfach einen Einschrauber, der schon so ein bisschen, ja, ramponiert ist. Vielleicht einen gebrauchten. Spann mir den einfach in meinen Schraubstock ein. Am besten mittig, weil da ist ganz schön Zucht drauf.
Dann wird das Rohr genommen. Dann kommt die Mutter drauf. Dann kommt der Schneidring drauf. Dann wird das Rohr in den Einschrauber gesteckt, bis unten Anschlag. Jetzt gibt es noch eine Vormontagepaste her. Ich mache da immer nur so ein bisschen Spray ran, damit das Gewinde nicht frisst. Dann dreht man die Mutter handwarm oder einfach nur mit dem Finger so fest, dass man denkt, oh, jetzt ist hier ein Widerstand. Und in einem Vormontagevideo zieht man jetzt eine Umdrehung die komplette Mutter rum. In der Fertigmontage ein Viertel bis anderthalb Umdrehung, wenn man gleich montiert. Ist ein bisschen Gefühlssache. Eine Umdrehung, da ist schon richtig Schmalz drauf. Man kann sich jetzt hier einen Eddingstrich draufziehen, damit man das Maß hat. Man kann sich das auch einfach ein bisschen merken und sagen, komm, hier ist jetzt eine Umdrehung. Wenn man den jetzt löst, das ist jetzt ein 27er Schlüssel. Der Schneidring, so, darf sich drehen lassen. Er sollte sich sogar drehen lassen, darf sich aber nicht verschieben lassen. Der Schneidring schneidet in das Material rein und schiebt eine kleine Wulst in das Rohr. Und dementsprechend hält das Rohr dadurch. Jetzt können wir unseren Stecker nehmen. Also am Fahrzeug mit zwei 27er Schlüsseln die Kraft aufzuwenden für eine Einzugmontage ist schon schwierig. Im Schraubstock geht das dementsprechend immer besser. Den können wir jetzt hier aufsetzen. Jetzt haben wir ihn ja schon vorgespannt mit einer Umdrehung. Und jetzt müsste hier noch eine halbe Umdrehung rauf, bis das fest ist. Jetzt haben wir unseren Kupplungsstecker mit einer 15er Hydraulikleitung verbunden, ist fest, ist dicht. Ja, dann haben wir noch die Polyamidverbindung. Das ist ein Kunststoffrohr, was sich flexibel in alle Richtungen biegen lässt. Das ist so die Hydraulik für faule Menschen. Hydraulik ist hier so nicht mit, hier ist nur Luft. Und ja, in manchen Fahrzeugen wurden damals schon Polyamidleitungen verbaut. In den heutigen LKWs ist das eigentlich der Standard. Wenn ihr Polyamid schneidet und man nimmt einen Seitenschneider und kneift das ab, dann habt ihr vorne immer ja, eine beschädigte Fläche. Es ist zusammengedrückt, also schräg. Es sieht nicht so doll aus. Dafür gibt es Schlauchscheren oder halt einfach mal das Cuttermesser. Geraden Schnitt und dann ist das sauber. Ähnliche Vorgehensweise, nur bei Polyamid wird noch eine Verstärkungshülse eingesetzt, denn der Schneidring wird das Material zusammendrücken und dementsprechend kommt hier erst die Mutter rauf, dann kommt der Schneidring rauf. Dann kommt die Verstärkungshülse hier rein. Das sind passgenaue Hülsen auf den Innendurchmesser. Jetzt ist hier vorne ja ein richtig schöner fester Halt, ist ähnlich wie ein Rohr. Und dann gleiche Vorgehensweise: einfach einen Einschrauber nehmen oder Vormontagewerkzeug, das Rohr reinstecken und die Mutter so weit reindrehen wie beim Rohr, dass sich das verschneidet. Und dann habt ihr ja eine feste Verbindung, aber in Polyamid. Ja, Leute, ich hoffe, der Einblick hat ein bisschen was gebracht. Es gibt unzählige Komponenten in der Hydrauliktechnik. Es gibt Firmen, die spezialisieren sich darauf seit Jahrzehnten. Es gibt Personal, die haben da Schulung drauf und machen Hydraulik in Perfektion. Wir wollen einfach nur ein paar Leitungen nachziehen, wollen sie erweitern, wollen einen drucklosen Rücklauf anbauen oder einen Frontlader mit Gerätebetätigung anbauen oder ein altes Fahrzeug einfach nur restaurieren. Wie fast jedes Thema macht es gewissenhaft. Ja, Hydraulik kann Leben kosten. Es ist so, hört sich doof an, ist aber leider so. Macht es gewissenhaft. Wenn ihr der Meinung seid, die Verbindung könnte nicht sicher sein, macht es einfach nochmal. Diese Rohre werden nicht geschweißt, die werden nicht repariert. Wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt.
wenn ihr euch verbiegt, das gehört dazu, dann geht das Ding in die Schrotttonne oder nimmt die Hallenstücke, schneidet sie raus und verwendet sie neu. Wenn ihr Schlauchverbindungen habt, wie gesagt, Schläuche gibt es auch in allen Formen, abgewinkelt, gerade mit Überwurfmutter oder mit Gewinde. Um Scheuerstellen zu vermeiden, gibt es eine Ummantelung. Die nehme ich auch viel für Kabel, Batteriekabel und so. Die wird hier einfach um den Schlauch gedicht. Und dann hat man gleichzeitig einen Scheuerschutz. Man kann auch ganze Pakete damit einpacken, dass man mehrere zusammenwickelt. Hauptsache, die Schläuche bleiben heile, scheuern nicht durch. Denn es ist nicht gut für die Umwelt und für die Gesundheit. Ja, nicht jeder hat eine Hydraulikbude vor Ort. Und viele Händler im Internet bieten immer nur irgendwas an, was man gerade braucht, aber nicht alles. Ob das Blockkugelhähne sind, ob das Hydraulikrohr ist, ob das Schläuche ist, Polyamid, Muttern, Schneidringe, wie auch immer. Ich fahre mit Felich ganz gut. Felich ist ein Solder bei uns, das sind 15 Minuten von mir. Da bekommt man alles, Landmaschinenhandel im großen Stil für Zubehörteile. Da bekommt man von Elektromaschine bis zur Hydraulik. Ich mag den Laden sehr, ich kaufe da wirklich so ziemlich alles, mache auch gerne Werbung für. Die Homepage verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, das übliche Abo, Glocke, Daumen hoch, Daumen runter. Leute, ich möchte wachsen, helft mir und wir sehen uns.